Moin, mein Name ist die gute Profi und ich zeige euch heute, wie ihr in Ark Survival Evolved ein Gewächshaus bzw. Greenhouse bauen könnt. So, natürlich brauchen wir als erstes eine Ebene, auf der wir bauen können. Die habe ich schon mal hier rausgesucht. Und wir brauchen natürlich einen Ort, der irgendwie am Wasser liegt. Wobei, so nah müsst ihr eigentlich auch nicht dran sein, weil ihr könnt ja da Wasserleitungen legen und bauen, wie ihr witzig seid. Das ist ja gar kein Problem. Übrigens, alles, was ihr braucht, habe ich euch in die Videobeschreibung geschrieben. Für die Größe des Gewächshauses könnt ihr natürlich anpassen. Das Prinzip ist immer das gleiche. Wir bauen das natürlich ein bisschen schön. Ich hatte gerade hier ein kleines Raptorenproblem. Deshalb blinkt der Monitor hier noch so ein bisschen, beziehungsweise der Bildschirm. Wir fangen aber einfach mal an. Und zwar bauen wir jetzt Folgendes. Wir bauen eine Fläche, die 5x8 groß ist. Einfach hier in die Nähe des Wassers, dann haben wir es dann nachher nicht so weit. Ganz wichtig, diesen Platz hier in der Mitte, den lassen wir frei. Da kommt nachher ein Wasserrohr reingelegt. Das verstecken wir so ein bisschen, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht auf jeden Fall. Das lassen wir hier einmal ganz kurz frei. Das ist der Ort, wo dann später das Wasser hinkommt. Ganz wichtig, also nicht vorne freilassen, sondern hinten da, wo es zum Wasser geht. So, das ist jetzt unsere 5x8 Fläche. Also wir haben hier 5 einmal in die Breite und dann haben wir hier 8 in der Länge. Und warum wir das so machen, zeige ich euch gleich. Das wird sich noch erklären. Hier haben wir auf jeden Fall dann freigelassen. Nochmal an der Stelle ganz hinten freilassen. Als nächstes können wir uns unsere Beete nehmen. Die platzieren wir hier auf jeder Seite immer 2, weil dieser Gang hier, das wird unser Weg sein, in dem wir dann gehen können. Sieht dann alles ein bisschen schöner aus, wenn wir uns da ein bisschen frei bewegen können. Wir müssen natürlich gucken, dass ihr die gerade setzt, ne? Gerade bei der PS4 oder Xbox, wo ihr keine Mods habt jetzt. Wie hier auf dem PC, wo wir mit S Plus spielen, da lässt sich das dann nicht so ganz gut setzen. Da müsst ihr dann ein bisschen Geduld haben. Das geht jetzt bei mir hier ganz flott von der Hand. So, und wir bauen bis hier vorne hin. Das hat nämlich den Grund, dass wir später auch noch ganz vernünftig in die Tür rein können. Also bis hier vorne hin. Hier die erste Reihe, da gibt es keine Felder hin, keine Beete. So sieht das dann aus, wenn wir fertig sind. Also haben wir unsere ganzen Beete einmal platziert. So, es ist leider gerade Nacht geworden. Ich habe mal hier Licht hingeworfen. Ich hoffe, das passt trotzdem, dass man was sieht. Als nächstes legen wir jetzt die Wasserleitung. Also die Felder haben wir jetzt alle gelegt. Und wir machen das folgendermaßen. Wir nehmen uns jetzt eine Leiter und setzen die mal hier vorne ran. Genau in die Mitte vom Ganzen. Am besten so, weil so kommen wir da selber hoch. Und dann können wir die Leiter hier hochgehen und laufen dadurch jetzt ganz gerade auf das Loch zu, das wir eben offen gelassen haben. Wir jetzt schon mal unser Kreuz in die Hand nehmen. Das sehen wir jetzt hier schon vor uns, unten auf dem Boden. Und das müssen wir jetzt nur noch hier oben reinkriegen, also so weit vorgehen, dass es da ist. Und dann können wir es genau so setzen, dass es eben alles gerade ist. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt können wir hier hinten eine Vertikale nach oben raufsetzen. Das machen wir zweimal, damit das schön hochkommt. Weil wir laufen ja hier jetzt noch lang. Also hier unter durch, wenn wir langlaufen. Und wenn das jetzt ein bisschen höher wäre, würde das blöd aussehen. So. Dann können wir jetzt auch hier das letzte Fundament reinsetzen. Und es verschwindet. Jetzt haben wir die Wasserleitung hier aus dem Boden. Jetzt als nächstes machen, wir nehmen unsere nächsten Kreuze und setzen die dann hier oben rauf. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn wir alle gesetzt haben. Als nächstes setzen wir unsere Steinwasserhähne, jeweils immer hier, an die Seiten, denn da wird später drüber bewässert. Und so sieht das Ganze dann wieder aus, wenn wir fertig sind. Als nächstes setzen wir hier unser gerades Rohr einfach hinten dran. Das können wir hier einfach ganz einfach ransetzen. Das machen wir jetzt so lange, bis wir halt ins Wasser kommen. Das sollte jetzt schon reichen. Und als nächstes dann eben den Ansaugstutzen, den wir jetzt hier platzieren. Und somit wird jetzt alles bewässert. Und jetzt läuft hier nämlich fleißig Wasser raus. Und wenn wir jetzt mal gucken, steht hier überall bewässert. Das heißt, das reicht aus, dass wir es nur hier in der Mitte haben und alle Felder werden bewässert. Wir können hier unter noch supi lang laufen und alles ist gut soweit. Das klappt schon mal wunderbar. Da jetzt nun alles bewässert ist, fehlt uns natürlich noch der Effekt, der Treibhauseffekt. Und den bekommen wir jetzt hin, indem wir unsere ganzen Treibhaus
Teile setzen. Und das machen wir jetzt mal. Wir bauen das Ganze einfach zwei Felder hoch. Da muss ich mal kurz gucken, was hier rumläuft. Wundert euch übrigens nicht, dass ich mit einigen Flugtieren heute am Start bin. Wir ziehen auf unserem Server gerade um und deswegen ist das hier alles ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall, wir bauen das Ganze zwei hoch und das machen wir jetzt rundherum. Außer hier vorne, da bauen wir natürlich eine Tür rein. So, ich bin einmal fertig mit einem drumherum. Das hier oben, das machen wir gleich weg, das nehmen wir wieder weg. Das sieht blöd aus und das müsste trotzdem ganz gut bewässern. Das sehen wir ja hinten auch, damals ja auch nicht. Und das ist halt ein bisschen blöd, wenn das hier alles drin hängt. Auf jeden Fall können wir jetzt hier ganz einfach durchgehen und stoßen für nicht den Kopf. Weil wir keine Rampe haben, die uns irgendwie hochhebt oder kein Feld haben, was uns da vorne blockiert oder sonst was. Ihr könnt natürlich sogar hier Felder hinsetzen, wenn ihr es wollt, also Beete. Aber dann müsstet ihr dieses Feld freilassen, weil ihr werdet da so ein bisschen angehoben durch und werdet euch immer den Kopf stoßen. Das sieht man jetzt so hochlaufen. Und dann kommt er nicht mehr durch die Tür durch, ne? Und das hier nehmen wir mal eben ganz schnell wieder weg. Das sieht doch schon viel besser aus. Als nächstes müssen wir natürlich noch das Dach machen und das ziehen wir jetzt drüber. Wir werden jetzt hier ein Schrägdach drauf bauen. Ihr könnt natürlich auch ein einfaches Flachdach machen. Habe ich so auch schon gebaut. Ist auch okay, sieht auch okay aus, aber wir machen das jetzt halt einmal schick für unseren Server hier. Und deswegen machen wir hier das Schrägdach. Also wir setzen hier dann eben die Schrägen an die Seiten. Auf der anderen Seite auch nochmal. Jetzt müssen wir natürlich noch die Hohlräume füllen, die wir hier oben gelassen haben. Als wir hier die Schrägen gesetzt haben, das schließt auch nochmal dann schön ab. Ist auch alles sehr schön groß. Und später, wenn alles bewachsen ist, sieht das auch richtig gut aus. Und dann setzen wir jetzt die Schrägdächer hin. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt müssen wir oben noch eine Decke reinziehen. Also haben wir trotzdem so ein bisschen Flachdach, aber eben nicht komplett. Jetzt ziehen wir natürlich das Dach eben noch schnell rein. Dann regnet es A nicht mehr rein und B, wir haben auch natürlich auch gleich den Treibhauseffekt. Da haben wir Glück gehabt. Hat er gut gebaut. Und das ist es soweit eigentlich. Also es ist jetzt komplett dicht. Wir müssten jetzt den 300% Effekt haben. Wir haben den Greenhouse-Effekt, den Treibhauseffekt sozusagen. Der ist drauf. Wir können hier wunderbar lang gehen. Und jetzt können wir natürlich als nächstes die ganzen Felder hier einmal besehen sozusagen, wenn wir dann noch Dünger haben. Das ist im Prinzip das Gewächshaus. Ich zeige euch das gleich nochmal von oben. Ihr müsst jetzt einfach nur noch eure Samen hier reintun und ein bisschen Dünger dazu packen und dann läuft das Ding von alleine und eure Beerenproduktion, eure Obstproduktion, eure Gemüseproduktion wird sowas von in die Höhe schießen. Es ist alles wunderbar bewässert. Wir gucken uns das eben nochmal von oben an. Ja, und so sieht es dann eben aus der Ferne aus. Man hätte es natürlich jetzt noch weiter hochziehen können, das Schrägdach. Habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht daran gedacht. Aber so ist es, glaube ich, ganz cool geworden. Sieht auf jeden Fall schick aus. Macht auf jeden Fall was her und ihr habt viel Platz zum Rumgehen. Und wenn das dann später alles schön blüht, sage ich mal, dann sieht das auch richtig cool aus drin im Gewächshaus. Und ihr habt auf jeden Fall massig Platz. Und was man jetzt noch machen kann, ist natürlich, dass wir uns hier rechts oder links daneben, je nachdem, wo der Platz ist, oder sogar davor, dass man kann mal kreativ sein, noch weitere Fundamente hinbauen und dass wir dann eben hier verschiedene Ställe haben für Dungbeetle und für die Fiomia oder für ein Fiomia auf jeden Fall, welches wir dann immer mit Stimbeeren füttern, um dann eben Dünger im Dungbeetle zu produzieren. Aber wie wir das genau machen, zeige ich euch nochmal in einem anderen Video. Da wird das wahrscheinlich hier auch schon angebaut sein für den Zweck extra. Da wird dann hier alles stehen. Und das könnt ihr auf jeden Fall machen. Also einfach da nochmal ein bisschen was anbauen, ein Gehege drumherum ziehen, Fiomia rein, Dungbeetle rein und dann geht das los. Dann steht dem Gewächshaus quasi gar nichts mehr im Wege und der ganzen effektiven Produktion von Obst und Gemüse. Ansonsten bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass ihr eben ein bisschen vorsichtig sein müsst beim Setzen der ganzen Gewächshaus-Sachen. Die können natürlich mal zerbrechen, also wenn ihr die falsch setzt und bei Ark müsst nicht mal ihr schuld sein, dass sie falsch gesetzt werden, dann geht irgendwas kaputt und so weiter. Und wenn ihr nicht gerade S Plus habt, ist es auch wichtig, dass ihr da aufpasst. Gerade bei das Teil, der ist ja doch relativ schwer zu bekommen. Ja, das war's soweit von mir und dem Gewächshaus. Ich finde, es sieht auf jeden Fall mega gut aus. Wenn dir das Video gefallen hat und vielleicht auch sogar weitergeholfen hat, dann kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn du mehr sehen willst, mehr Ark-Guides und Tutorials, dann kannst du natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Würde ich mich darüber freuen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Ark-Tutorial. Und dann sage ich bis dahin und ciao. Mach's gut. Hau rein.